Hey Leute, hier ist einmal mehr der Sa und eine kleine Frage zum Anfang, damit eure grauen Zellen ein bisschen in Schwung kommen und weil es mich selbst auch interessiert, ist eine fleischfressende Pflanze noch vegan? Also kann man sie als vegan bezeichnen und essen, wenn sie vor einem Jahr eine Fliege gefressen hat? Das würde mich mal interessieren. Und für heute hatte ich eine sehr gute Idee. Ich hatte die Idee, die Ofenfrische mal zu rezensieren. Die habe ich schon ewig nicht mehr gegessen. Und zwar in der Sorte Peperoni Salami. Die hatte ich als Kind sehr oft. Und die backt zu Hause frisch hoch. Von Dr. Oetker. Was steht da hinten drauf? Herrlich frischer Pizzagenuss. Genießen Sie die Pizza mit einem Boden aus rohem Hefeteig. Aber wenn der wirklich roh wäre und so, ne? Der müsste doch dann jetzt noch aufgegangen sein. Ah, der ist wirklich ein bisschen aufgegangen, ja. Also wenn ihr die Pizza ein bisschen luftiger mögt, könnt ihr die ruhig mal 2 Tage im Kühlschrank lassen. Das habe ich nämlich jetzt getan. Und dann geht die tatsächlich noch ein bisschen auf. Ja, ich habe so eine Hassliebe zu diesen Peperoni-Stücken, weil auf der einen Seite die sind ein bisschen ja, ballaststoffreich und sauer und ein bisschen komisch, wenn man drauf rumkaut. Auf der anderen Seite sind sie auch sehr gut. Ich weiß gar nicht mehr, sind die scharf? Ein bisschen, ne? Hier ist eine Chilischote drauf abgebildet. Aber ihr wisst ja, grüne Peperonis sind nicht immer scharf. Aber die hier sind wohl ein bisschen scharf. Gut, jetzt packe ich das mal aus. Ja, kleiner Fun Fact. Ich habe die früher immer mit diesem Pappding unten dran gebacken, bis ich mal wusste, ja, dass man die Pappe da eigentlich wegmacht. Ist eigentlich nur dafür da, weil die ja nicht vorgebacken ist, würde die jetzt so richtig runterhängen, wie so ein roher Teig. Und durch diese Unterlage bleibt es halt, oh, das klebt ganz schön jetzt an der Folie. Durch die Pappunterlage hat es halt eine Form, ne? Behält es die Form, auch wenn sie aufgetaut ist, so wie diese hier. Und ich denke mal, bei der Produktion ist es auch nochmal besser, weil die können das wahrscheinlich auch besser dann verpacken und so weiter. Schätze ich mal. Ja, und über dieser Pappe ist ja noch diese Folie wie so ein Backpapier. Und da hängt die Pizza jetzt ganz schön dran. Da bin ich mal sehr gespannt, ob die nach dem Backen jetzt daran hängt oder nicht. Ja, hier nochmal die Nahaufnahme. Wenn ihr wollt, kann ich übrigens öfters mal eine Pizza rezensieren. Schreibt es mal in die Kommentare, was euch interessieren würde. Und jetzt wird dieses Teil hier gebacken. Backen, 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 einfach lecker. Okay, Leute, die Pizza ist fertig. Und ich würde sagen, die ist well done. Also gut durch. So wie der Pizza Guy es sagen würde, der sich 25 Jahre von Pizza ernährt hat. Rollern wir das mal auf. Ja, wie ihr sehen könnt, die ist schon ziemlich gut aufgegangen. Also wenn ihr wirklich eure Ofenfrische ein bisschen luftiger mögt, dann könnt ihr die 2 Tage im Kühlschrank aufbewahren, bis ihr die backt. Oh, keine gleichmäßigen Dreiecke. Aber passt schon. Ja, ein bisschen lapprig ist er, aber ich mag die Pizza eigentlich auch nicht. Zu trocken, ne? Es geht so klar. Und ist sie scharf? Fehlt für mich auf alle Fälle Tabasco. Keine Schärfe feststellbar, finde ich. Früher haben wir diese Pappkartons, die ich vorhin erwähnt habe, wo die Pizza drauf liegt, immer an irgendwelche Wände gepappt und so. Die kleben, ja. Heute bin ich natürlich zu alt für sowas. Ne. Für mich fehlt da was. Wenn da kein Tabasco drauf ist, dann fehlt da was. Tabasco kommt bei mir auch schon seit
etwa 15 Jahren auf die Pizza. Gehört einfach dazu. Die Pizza sollte ein bisschen heiß noch sein, aber auch nicht zu heiß, sonst wird das Tabasco nämlich komplett trocken, ne? Das Tabasco sollte noch leicht feucht sein, so ist es jetzt perfekt. Die Pizza darf aber auch nicht kalt sein, sonst habt ihr nur flüssiges Tabasco und eine kalte Pizza, ne? So ist es schon besser. Dazu fehlt jetzt noch kalte Cola oder so. Und schmeckt sie noch wie früher. Ich denke schon, aber ich denke, sie schmeckt ein bisschen anders, dadurch, dass sie praktisch 2 Tage jetzt im Kühlschrank ein bisschen gereift ist. Ist ja schließlich ein lebendiges Produkt mit der Hefe da drin. So, was steht hier noch drauf? Bei der Pizza können Sie zuschauen, wie sie zu Hause im Ofen frisch hochbackt und dabei ihren köstlichen Duft verbreitet. Ja, also gut gerochen hat sie auf jeden Fall. Die reichhaltig mit ausgewählten Zutaten belegt ist und die so herrlich frisch schmeckt. Dr. Oetker, die Ofenfrische. Ja, sind halt, oh, eine sehr lange Zutatenliste ist da drauf. Also die Zutatenliste ist nichts für Legastheniker. Qualitätsgarantie. Die Ofenfrische wird unter Verwendung ausgewählter, hochwertiger Zutaten unter strengster Qualitätskontrolle hergestellt. Sollten Sie dennoch einmal Grund zu einer Beanstandung haben, senden Sie uns bitte nur den Packungsabschnitt mit dem Haltbarkeitsherstelldatum. Aha, wann wurde die hergestellt? Etwa 5 Wochen vorher, am 6.7. 2020 und haltbar ist sie dann genau ein Jahr. Hier oder hier weitere Videos von mir. Macht's gut, Leute. Ja, die ist immer noch sehr schmackhaft, diese Pizza. Mal sehen, was mir als nächstes einfällt, was ich reviewen könnte. Ciao, Leute.